Ja, dann fasse ich mich auch relativ kurz. Ihr wollt sicherlich alle bald zum Mittag gehen. Aber für den Anfang muss ich noch ein paar Sachen erzählen. Zum Beispiel einigen Leuten danken. Ganz vorne dran steht unser Host D-Kicks, der wieder relativ viel Zeit und Personal bereitgestellt hat, dass wir dieses Event hier organisieren können. Und ganz vorne bei den Leuten, die ich mich bedanken möchte, ist Caroline Geib und Kerstin Mendes-Stief, die nicht vom D6 ist, aber die unser Sponsoring gemacht hat. Und die beiden zusammen haben das. Achso, okay, genau. Ihr müsst jetzt nach vorne kommen, damit man euch sieht. Und damit man euch applaudieren kann. Jetzt müsst ihr nur entscheiden. Genau. Genau. Vielen Dank für eure Arbeit, denn ohne eure Arbeit wäre es nicht möglich gewesen, dass wir das Dennoch-Meeting hier überhaupt haben. Kerstin hat sich um die ganzen Sponsoren gekümmert, hat sich darum gekümmert, dass wir das Geld dafür überhaupt haben, diesen Saal zu haben, das Social gestern Abend zu haben, und das Ganze drumherum. Caro hat die ganze Logistik gemacht, die Locations ausgesucht, den Caterer bestellt, quasi alles, was wir brauchen, damit wir uns hier wohlfühlen. Ja, und vielen Dank nochmal dafür. Der zweite Dank geht natürlich an unsere Sponsoren, ohne die wir das Ganze hier auch nicht hätten stattfinden lassen können. Eure Teilnehmerbeiträge decken nur einen Bruchteil dessen, was wir hier an Kosten wirklich haben. Das haben wir bewusst so gemacht, dass wir, damit ihr halt hierher kommen könnt, damit wir uns treffen können, damit wir uns austauschen können. Die Sponsoren haben so ziemlich alles andere abgedeckt. Und dank der großartigen Arbeit von Kerstin haben wir jetzt auch zum ersten Mal wirklich nach 7 Jahren alle unsere Sponsoring-Kategorien voll. Wir haben mit Juniper. Moment, warum hat das jetzt vorgerückt? Kleiner Glück. Ich wollte die Slide nochmal haben. Wir haben mit Juniper und Xantaro einen Platin-Sponsor bekommen. Wir haben 4 Firmen, Akamai, E-Keks, Sys4 und Mellanox, die sich das Social-Sponsoring geteilt haben. Wir haben mit A10 einen Gold-Sponsor. Wir haben die Silbersponsoren Adva, Axians und Viprinet. Jetzt bringt er nicht nach vorne, warum? Machen wir so. Wir haben mit Alcatel-Lucent, Meinberg, Level 3 und Nominum Bronze-Sponsoren, Thomas Krenn als Associated Sponsor und Sys11 hat die Kaffeebar gesponsert. Und dank der Unterstützung all dieser Sponsoren konnten wir uns hier zusammentreffen, konnten uns austauschen, konnten einfach nette 1,5 Tage verbringen. Also nochmal vielen Dank an die Sponsoren. So, wo wir jetzt die ganze Zeit am Danke sagen sind. Ich habe diesmal gar nichts gemacht, außer euch zu begrüßen. Wir müssen dem Markus mal auch mal Danke sagen. Also der hat sehr, sehr viel dieses Jahr erledigt, quasi alles, außer dem, was die Damen gemacht haben. Also bitte auch. Danke an den Markus. Und seit wir Denok machen, ist eigentlich das Ziel, dass wir beide überflüssig werden. Also die Hälfte davon haben wir jetzt schon mal erreicht. Außer guten Tag sagen habe ich nicht viel gemacht. Also bleibt in Kontakt mit uns. Feedback wäre ganz toll. Auf dem üblichen Weg, glaube ich. Ich weiß nicht, hat Wolfgang wieder Fragen vorbereitet? Schicken wir rum. Schicken wir rum. Also ganz spannend fände ich zu wissen, wie euch die Aufteilung gefallen hat, jetzt mal auf 2 Tage zu gehen. Da würde ich mir persönlich starkes Feedback wünschen. Also wirklich jeder mal sagen, ja, nein, weiter 2 Tage oder 1 Tag reicht oder wie es besser funktioniert. Das würde ich mir wünschen, dass wir das nächstes Jahr wissen und berücksichtigen können. Kollegen haben es immerhin geschafft, dass wir jetzt auch mal die Nicknames drauf haben. Also auch prima. Das zeigt und beweist, dass wenn auch vielleicht mit Abstand von 5 Jahren wir die Anregung auch umsetzen. Aber dafür nochmal vielen herzlichen Dank. Ja, und dann gilt mal unser Dank natürlich auch an allen, die hier Vorträge gehalten haben, die auf ihre eigenen Kosten hergereist sind, also sich auch selbst auf eigene Kosten oder Firmenkosten das Hotel genommen haben. Und die mit ihren Vorträgen halt das Meeting auch auf diese Art möglich gemacht haben.
Also vielen Dank an alle Vortragenden, alle, die eingereicht haben, auch die, die wir eventuell nicht genommen haben, für diese interessanten Vorträge und für die interessante Konferenz. Vielen Dank natürlich auch an euch, dass ihr hier wart. Ohne euch wäre es noch langweiliger, wäre es ziemlich langweilig geworden. Noch langweiliger. Ziemlich langweilig, sag ich. Ja, wie ihr seht, haben wir hier noch ein bisschen Platz. Das heißt, ihr könnt nächstes Mal noch ein paar Freunde mitbringen. Hier in den Raum passen noch ein paar mehr rein. Mal gucken, ob wir nächstes Mal vielleicht die 200er-Marke dann knacken. Also vielen Dank an euch. Dann gilt das der Dank auch an alle Leute, die bei der Organisation mitgeholfen haben. In dem Organisationskomitee sind das Caroline, Christoph, Jens, Kerstin, Ritchie, Sascha, ich, Stefan und Wolfgang. Das sind die Leute, die das Meeting prinzipiell organisiert haben. Ein besonderes Danke geht da auch nochmal an Christoph, der die Webseite oder die Betreuung der Webseite übernommen hat. Das sieht man an dem Layout nicht, das haben wir nicht geändert, aber hinten dran hat sich so viel geändert und hat die Arbeit für uns so viel einfacher gemacht, dass das auch noch einen besonderen Danke bedarf. Dann der Dank nochmal auch an das C3-VOG. Das sind die Videoleute vom CCC, die dem beim CCC-Kongress auch für die ganzen Videostreamings und sowas sorgen. Die Kamera, die ihr da oben seht und die das Streaming gemacht hat, ist vom C3-VOG. Die ganze Streaming-Infrastruktur, die dahinter steht, ist auch von denen. Die haben, während wir hier beim DENOG waren, so viel daran gemacht und dass wir halt auch das Transcoding hatten, dass wir auch sogar ein Live-Archiv haben. Das heißt, nochmal herzlichen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben und die im Hintergrund gewerkelt haben. Alles, was wir im Prinzip gemacht haben, ist die Kamera aufzustellen und den Rest haben die Leute dann gemacht, die zu Hause vor ihren Rechner saßen. Daran nochmal vielen Dank. Und auch nochmal vielen Dank an all die Helfer hier vor Ort, die mitgeholfen haben, die das Presenter-Laptop betreut haben, an alle, die Sessions hier moderiert haben, die T-Shirts ausgeteilt haben und so weiter. Vielen Dank auch nochmal an alle Freiwilligen hier. Vergessen wir die Kollegen vom Dammstadion bitte auch nicht. Dankeschön. Genau, die auch. Aber die werden bezahlt. Dann haben wir noch das Programmkomitee. Die Personen seht ihr hier auch auf dem Schirm, die lese ich jetzt nicht mehr alle vor. Das Aufgabe des Programmkomitees war es, die Talks entsprechend auszuwählen, die Slots alle so zu füllen, dass wir hier das Meeting entsprechend mit interessanten Vorträgen bestücken konnten. Vielen Dank an alle, die sich im Programmkomitee engagiert haben, die mitgewählt haben und die uns geholfen haben, auch diese interessanten Vorträge auszuwählen. Vielen Dank.